Jo, und wir sind bei der Kupferverarbeitung angekommen. Unterwegs habt ihr es nicht, du fährst jetzt noch nicht ohne mich los. Ihr habt es vielleicht noch nicht so gemerkt, also wir haben, es war also, wir hatten ja einen Unfall, wer es noch nicht mitgekriegt an der letzten Folge, und ja, es hat sich halt so ergeben, dass wir halt jetzt halt, dann der Server Restart war und alles wieder zurückgesetzt wurde, sprich in den Autos waren keine Kupferz mehr und wir mussten neue Kupfer holen gehen. Also haben wir das jetzt schnell einfach mal gemacht und sind jetzt bei der Verarbeitung und haben einfach hier die Aufnahme gestartet, dass wir verarbeiten können, verkaufen können und uns vielleicht noch für Anfang, also fürs Ende der Folge, dann fürs Anfang der nächsten, den Öltanklaster holen können. Lol, 101% stand da gerade. Siehst du bei mir auch gerade, dass die Reifen durchdrehen wird beim Wagen? Nö, ich werde es nicht angucken. Mir drehen nämlich gerade die Reifen durch vorne. Stimmt das, dass Kupferbarren weniger Platz brauchen als Kupfererz? Ja. Alter, das mit dem ganzen Hin- und Her-Switchen. Geht das mir jetzt wieder gut? So, dreimal Prozessen. Jetzt habe ich noch meinen Bauchspeck ins Auto. Ja, haben wir bestimmt schon wieder so 2 Minuten oder so. Ach, ich habe ihn diesmal wieder vergessen. Schon wieder ist der Bauchspeck drin. Lol, das packt gerade rum. Kupfererz nehmen. Bauchspeck nehmen. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Mehr Pech, Bauchspeck. Gut, ja. Der Nied wartet hier schön in seinem Monster-Auto. Währenddessen ich hier mit meiner stylischen Brille hier mein Ego-Perspektive gehe. Ich hatte auch mal vielleicht die Idee zu sagen, jo, wollt ihr mal sehen, wie es aussieht, wenn ich in der Ego-Perspektive aus dem Auto rausfahre, aber das zeige ich euch lieber dann nur, wo auch keine Bäume, Schrägstrich, Hindernisse im Weg sind, weil in der Ego-Perspektive kann man einfach nicht fahren. Ich schon. Dann fahr in der Ego-Perspektive nach Hause. Okay. Du bescheißt das sowieso. Ich möchte Videobänder, unterschrieben von Gronkh. Vielleicht das Avatar. Und noch ein Gomadee-Bild. Ja. So. Fertig. Ganz ruhig, ich muss dreimal prozessen. Alter. Kupfererz. Aber es bringt wenigstens wirklich schon was. Kannst du mal kurz nachgucken im Marktsystem, was es normales bringt. Immer noch 3,5 wie vorhin. Mhm. Echt? Mhm. Geilo. Spaß damit, ich hoffe. Das heißt, mal wieder ausrechnen, wie viel hast du insgesamt? 20 im Auto und 16 bei mir. Das heißt also 36 mal 3,5. Ja, wir kriegen 126.000. Jeder von uns, soweit ich das mitgerechnet, also soweit es alles stimmt. Stimmt es auch bei mir so? 9 Kupfererz hier, Barren da, okay. Ja, ich habe noch 300 Euro dabei. Hier in diesem Spiel ist das ist sehr, sehr wenig. Aber im echten Leben wäre es recht viel. Würde ich mich auch mal freuen, wenn ich mit 300 Euro auf der Straße rumlaufe. Mir keine Sorgen machen müsste, damit jemand das Geld will. Und hier kostet allein schon Repair Kit 3500. Oder noch mehr. Und damit fängt es eigentlich los an. Eincheck. Kurz unseren Punkt setzen. Sorry, wenn ich das machen muss, aber ich weiß auch noch nicht so richtig den Weg. Shift. Da ziehen wir hin. Da wollen wir hin. So, ich war jetzt nur in der Ego. Okay, vergiss es mit der Ego. Ich hatte überhaupt keinen Überblick. Ja, ich probiere es jetzt gar nicht. Lol, ich hänge im Hang. Ich hänge im Hang fest. Müsste ich irgendwie versuchen. Alter, ich komme da nicht runter, ne? Ich muss mal kurz ankurbeln, Alter. Hier ein bisschen andrehen und so. Und dann schief runterfahren. Ja, das passt. Geilo. Ah, lass mich mal kurz meinen Weg angucken. Wir fahren jetzt hoch auf die Hauptstraße und dann an der Hauptstraße einfach entlang. Nur weil mein Auto nicht so schnell fahren kann, Drecksack. Wollte ich mir Skills haben? Ja, ich drück doch schon auf Shift und W, aber es ist Junge, es beschleunigt so langsam. 83, 84, 86. Oh, was ist mit dem? Jetzt verbrauche ich mein erstes Repair-Kit, das merkst du. Hehe, tschüss, du Bella. Nur weil ich diesen Weg nie war, Junge. Das hat mich voll verwirrt. Was ist denn, bist du falsch gefahren? Das ist der umständliche Weg.
meiner. Weg. Ja. Na und? Fast 200 Aufsteiger. Na und? Hast du ein Problem damit? Ja. Ich bin ja nicht so einer, der jeden Tag hier so mit Kupfer fährt. Ich bin es gewöhnt, die Goldwege und Diamantwege, da können wir jetzt mal umfahren. Da kenne ich doch alles hin, das finde ich. Platin gibt es hier aber nicht. Hier, Alter, hier ist eine Stadt. Welche Stadt ist das denn? Jo, ich hab wieder. DP11. Agios. Gut, aber jetzt können wir auf der Straße fahren, das ist definitiv chilliger. Mit weniger Hindernissen, genug Platz für zwei Autos, eventuell auch, falls sein muss. Ja, da ist auch noch ein fast nur ein Auto. Nur weil ich so fett bin. Fett ist noch untertrieben, Alter. Genau, ich bin fett. Ist ja nicht so, als würde ich jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio gehen und trainieren. Ja, auf Schwier. Ja, auf Schwier, auf was für Schwierig, ja, natürlich. Ich nehme immer mehr Gewicht. Mit Burgern, Alter, in den Mund. Was laberst du? Junge, ich fress vor wenig Fastfood, du rumfrisst voll viel. Das ist echt abnormal. Also ich frage mich, es gibt einfach so Leute, die sind mega dünn. Was machst du? Wieso ziehst du nach innen? So geil. Junge, ich krieg mich gerade nicht, ne? Du schuldest mir jetzt. Alter. Junge, ich spawne Kavala kaufen. Wir machen jetzt doch Öl. Anscheinend geht's doch schon früher. Hier hat's gerade mitgekriegt. Wir probieren es einfach zu ignorieren, dass Nils uns gerade getötet hat. Ich fahr da jetzt hin, hol mein Kopf und bring dieses scheiß Kopf weg. Junge, dein Auto ist doch kaputt. Ja, aber trotzdem liegen die Items noch. Ja, aber nicht die mehr im Auto. Ja, aber die Items, die ich im Inventar hatte. Digga, das ist doch mal viel wert. Ich lauf da doch jetzt nicht hin. Ich fahr da hin. Junge, du hast mich eiskalt umgebracht, Alter. Junge, wieso fährst du auch nach innen? Junge, weil du an mir vorbeigefahren bist, Alter. Das ist normal, dass man für den anderen Platz macht. Aber doch nicht nach innen, wenn ich schon innen vorbeifahre. Ja, man fährt auch niemals innen. Man überholt niemals von innen. Man überholt von außen, du Spaß, Alter. Ja, natürlich, Alter. Digga, wenn ich auf der linken Fahrbahn fahre, dann überholst du doch nicht links. Wir sind doch hier nicht in England, Alter. Na und? Wir sind hier in Deutschland. Wir sind hier in Armer, Alter. Wir sind hier in Altes. Digga, wir sind hier in Altes. Das ist nicht Deutschland. Und da ist es genau das gleiche wie in Deutschland. Na und? Griechenland hat nichts zu melden. Die haben erst voll viel Geld von uns zuletzt geschmort. Digga, weißt du. Lol. Hallo? Ah, jetzt. Hallo. Kollege, ich bin auf der linken Fahrbahn gefahren, weil ich Jude bin. Die Juden fahren nämlich immer links. Und folgendermaßen hat sich dann ergeben, dass du links überholen wolltest. Obwohl ich ja schon links gefahren bin. So, ich fahr jetzt auf jeden Fall dahin. Und meine Items und verkauf die erstmal. Was willst du denn verkaufen? Das Koffer. Achso, ja, beim Rückweg stimmt. Ja, okay, aber machen wir ja nicht viel Geld. Tut uns halt leid, dass das passiert, aber wie gesagt, es geht uns ja hierbei jetzt nicht um Professionalität, sprich hier, ja, hier linke Flanke, rechts, Achtung, vorne. Nein, es geht uns hier um den Spaß. Und, ja, das hat mega Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe voll den Nachtflash bekommen. Ja, ich bin noch ein bisschen geflecht, ne? Auspacken. Warst du auch gerade mit der Limousine dahin? Ja, wie es meine verlässlich aussieht. Deine sieht aus wie Pissgrün, Alter. Nee, die ist Pissgelb. Nee, Pissgelb ist jetzt nicht, aber die ist ein bisschen. Polizei, ja, fahr ruhig mal vorbei, ist ja nicht so, als hätte ich gerade was gerannt. Ja, meine Limousine kennt ihr ja schon. Naja, ist ja gut, dass es nicht mein Geländewagen war. Hier müsste es in der Route mal nicht jetzt sein. Das waren 22.000, das waren 40.000. Na und du bist auch der Schuldige, glaub mir. Sei froh, dass du nicht vor Gericht gehst und nicht Anzeige wegen Mordes. Was ist los? Du bist nach innen gezogen. Wieso bist du nach innen gezogen? Weil dein Fahrer. Die ganze Zeit auf der rechten Spur. Ich bin nicht auf der rechten. Freundchen, ich hab eine Aufnahme. Ich hab's aufgenommen. Okay, gut. Ich guck mir danach, nach dem Video guck ich mir die Aufnahme an. Falls doch, dann tut es mir leid, aber wie gesagt, du feierst das ja.
Ja, in dem Fall. Bist du dran schuld, Alter. Man überholt generell nicht, Alter. Das war eine gezogene Linie. Gezogene Linie in Deutschland. Man überholt nicht, gezogene Linie. Das war keine gezogene Linie. Das war keine durchgezogene Linie. Nein, das war gar keine Linie. Das sind die neuen Regeln. In Regeln gar keine Linie. Überholt, wann man will. Na und aber keine Linie heißt auch eine Fahrbahn nur in eine Richtung und nicht rechts, links. Och man, jetzt fahr ich gegen die Wand. Jetzt fahr ich gegen die Wand, weil jetzt mach ich nochmal einen Unfall und hab kein Repair-Kit. Dank dir dabei, schön. Du kannst meine Sachen alle mitnehmen, ne? Ich stehe an der Tankstelle. Kannst du noch ein Repair-Kit kaufen? Ich hab doch gar kein. Du hast ja kein Geld. Kollege, die kostet 10.000. Ich hab 80.000 im Gegensatz zu dir. Ich hab 81.000. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich jetzt da gerade noch 300 im Rucksack gerade verloren. Alter, das regt mich aber jetzt gerade auf, dass ich schon wieder einen Unfall gebaut habe und kein Repair-Kit dabei habe, obwohl ich immer genug davor gesorgt habe. Aber dank dem ja der Nils hier ein bisschen meinen muss, er muss mich, Alter. Weiß aber nicht, ob ich das alles mitnehmen kann, ne? Hier, du kannst gar nichts mitnehmen, Rucksack kannst du alles nicht mitnehmen. Da nehme ich keinen Rucksack, ey, da liegt ja noch. Liegt noch ein Rucksack, nein, das ist gerade der letzte Rucksack verschwunden. Da liegt Geld drin. Deine Taschensätze sind voll. Oh oh. Tu einfach ins Auto was rein. Ja, aber es geht nicht. Ich muss auch noch kommen. Kann ich nicht, Junge. Weißt du, wo ich gerade bin? Ich bin noch nicht mal an der Tankstelle. Ich bin direkt neben dran. Weißt du, wie weit der Weg noch ist? Junge, wir haben einen Unfall gebaut in der Kurve neben Tankstelle 2. Ich bin gerade an Tankstelle 1. Dort. Wieso hast du vier Wasserflaschen? Alter, weil ich immer genug Wasser trinken und zu essen dabei hab. Scheiß auf Trinken und Essen. Lass sie halt da, die Wasserflaschen sind mir nichts Wichtiges. Drei Spitzhacken, Alter, was ja, das war ein Fehler, ich hab mich verbaut. Bring meine Spitzhacke mit und mein. Nichts gibt's. Ich Kupfer mit. Mein Kupfer. Ja, okay, auf die Spitzhacke kann ich auch verzichten. Und ein Repair-Kit. Hatte ich noch eins im Rucksack. Kupferbach, ja. Tut mir leid, Rucksack ist weg. Ja, was heißt das jetzt? Mein Auto kann nicht repaired werden, du machst das ganze Geld und ich stehe hier rum. Ja. Junge, du bist ein Sack, Alter. Ich habe kein Handy, ich kann gar nichts. Ich stehe jetzt einfach hier rum. Und ich kann nicht alle Kupferbarren mitnehmen. Ins Auto? Weißt du, ich habe im Auto 13 und in meinem Inventar 8. Das ist alles, was noch da ist. Hey, warum passt nur in dein Inventar 8? Ich habe auch gesagt. Und, weil nicht mehr da lag. Hält nichts mehr. Ja, wie schnell ist denn das despawned, Alter? Das war noch niemals 5 Minuten. Oder 10. Krass, hier liegt nichts mehr. Naja, das heißt, probier einfach durchs Geld zu machen und wir werden nicht viel machen. Wir werden keine 30.000, also um die 30.000 machen. Wovon 10.000 ist erstmal für den Repair-Kit aufgehen. Das heißt. Eigentlich war es sozusagen gut auf gut Deutsch gesagt für den Arsch. Ich will einfach nur einmal was machen, wo wir einfach mal richtig viel Geld verdienen und nicht dabei sterben. Ja, wir können jetzt erstmal einen Tanklaster mieten. Ja, nee, ich kann jetzt gar nichts machen, außer jetzt erstmal hier im Straßenrand rumstehen. Und, ja, dann lass er. Und ich lass mein Auto jetzt nicht einfach hier stehen. Ja, warte, ich bin gleich bei Kopfhand. Dann verkaufe ich das und dann komme ich zu dir. Hast aber kein Repair-Kit, das bringt mir nichts, wenn du herkommst. Ja, aber ich kann bei der Tankstelle eins kaufen. Nee, ist zu teuer, ich habe eine bessere Idee. Lass uns, ich hab noch 17 Life, das Auto geht gleich in die Luft. Hast du was gerammt? Was gerammt ist gut. Bist du lieber der im Kupferhändler? Er ist zerstört und gerammt. Und mich zur Versorgung zerstört, ich hab nur 17 Life. Das heißt. Das Auto ist voll Schrott, da kannst du nichts mehr machen, Alter. Ist mir egal, verkauf alles. Scheiß auf dein Auto. Ich verkauf alles, weiß nicht, wenn ich noch weg bin. Jung. Bin auf der Höhe vom Ölverarbeiter. Ja. Tja, Pech, ich muss jetzt auch nach Kavala zurückrennen. Unterwegs durch Pfirsiche pflücken, Leute. Ich weiß, anders bleibt mir ja nicht übrig, so spontan Pfirsiche zu pflücken. Mein Auto habe ich jetzt einfach ab. Da sitzt ein Schwarzer in meinem Auto drin. Ey, hallo, wollen Sie mal. Yo, jetzt seit 15 Minuten, ne? Leute, wollen Sie mal bitte aus meinem. Oder möchten Sie mal bitte aus meinem Auto steigen? Das ist ein Schwarzer an meinem Steuer. Ist er tot? Leute, ist gestorben. Nein, nein.
nein, ich pack drin. Ich pack in meinem Auto drin, ich glaube, ich werde jetzt spawnen. Ja, ich bin gestorben. Ey, Mann! Das ist dann mein Auto. Die Leiche ist in meinem Auto drin, weil ich drin gebackt bin. Und ja, das ist halt das ganze Kopf. Gut, wir haben Kompass, haben wir Standard auch schon. Wir haben Funkgerät, cool. Haben wir auch schon. Wir haben eine Sportbrille, cool, hatten wir noch nicht. So? Ja. So? Ja, mit 15 Minuten, ne? Kannst du entscheiden, machst du das noch ein bisschen länger, oder? Nee, es macht ja keinen Sinn, weil eigentlich müssten wir jetzt zurück nach Kavala. Ich meine, ich kann hier nicht warten, mein Auto ist kaputt. Repair-Kit ist hier auch nicht drin. Ich lasse einfach hier stehen, es wird ja bis zum Service-Start wahrscheinlich hier einfach stehen gelassen. Denke ich mal. Von daher habe ich halt ein Problem, weil der Weg, seht ihr, ist ja sehr, sehr weit. Ich würde es dann einfach mit dem Öl machen und das dann einfach einen fahren lassen mit, was weiß ich, von mir aus 20 Repair-Kits, mit mir scheißegal. Aber nur in einem Auto. Ich kann jetzt mal sagen, ein Tanklaster kostet nie 50.000. Trotzdem hoffe ich, hat euch die Folge gefallen, mit dem Tod war ja schon ziemlich lustig, die Sache, und ich kann jetzt auch drüber lachen, ich hoffe ihr auch, seht jetzt nicht zu übel, einfach so, yo, ihr seid schon wieder verreckt, ist ja hauptsächlich zum Spaß, und im Endeffekt, ich meine, lasst uns jetzt mal das Öl machen, und dann seht ihr auch mal was Erfolgreiches, Professionelles an uns, weil danach werden wir erstmal Rich Man so sein. Und ja, also für uns sogar Rich Man. Ja, Kollege, jeder, für jeden von uns wird über 100.000 rausspringen. So, die 200.000, 300.000. Knapp. Also alle insgesamt. Deswegen, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.